für den MSV Duisburg im Chemnitzer Sportforum. Und nach Freiburg und Mannheim sind die Westfalen der dritte Aufstiegsaspirant innerhalb weniger Wochen, der die Himmelblauen auf die Probe stellt. Bislang konnte die Meier Elf nicht nur jeweils einen Punkt gegen solche Gegner holen, sondern vor allem auch spielerische Akzente setzen. Heute aber, ohne 7 Stammspieler und einem beschwerten Dirk Basico, sollte das vielleicht anders laufen. Doch das ist natürlich auch eine Chance für den Nachwuchs. Lutz Wienhold hilft hier zum ersten Mal Jürgen Rollmann. Eine weitere Frage war natürlich, wie hat die Mannschaft die Pokalschlappe gegen Hertha verdaut? Und auch hier geben die Chemnitzer schnell eine Antwort. Roger Cocho, dann Heiko Gerber und was für ein Tor des Youngsters. Abgeklärt wie ein alter Hase, schiebt er am langen Rollmann vorbei. Sein erstes Tor als Profi, 1:0 nach 11 Minuten. Apropos Hase, versteckte Eier gibt es natürlich erst morgen. Und mit dem Ball wissen die Sachsen sowieso etwas Besseres anzufangen. Heiko Gerber. Ocho Cocho. Heidrich mit Ästhetik. Und es heißt 2:0 nach 13 Minuten. Kombinationen wie aus dem Lehrbuch. Und Heidrich mit seinem 11. Saisontreffer. Duisburg geschockt? Keineswegs. Denn die Meidricher bekamen auf einmal Oberwasser und die Chemnitzer das Flattern. Stefan Minkwitz, knallhart vors Tor, doch Papic scheitert an Jens Schmidt. Die erste Chance, aber es sollte nicht die letzte sein. 4 Minuten später Glück für den guten Torsteher, als Hannes Reinmeier den Ball nicht richtig trifft. Ewald Lien, der neue Coach, kann es nicht fassen. In der 36. Minute dann der erste Auftritt des Duisburger Torjägers. Michael Breetz, 12 Tore hat er bereits erzielt, aber in Jens Schmidt findet er seinen Meister. 3 Minuten später diese Aktion. Heiko Gerber verliert den Ball, Sixten Veit dazwischen und während die Duisburger sich wundern, zeigt Heidrich seine Klasse. Mitgefühl zum 3:0 von Libero Westerbeck war wieder nichts zu sehen. In der zweiten Halbzeit kam dann Areskiewicz für Reinmeier, aber im Spiel änderte sich nichts. Chemnitz drängte weiter, Renn auf Heidrich. Doch diesmal scheitert der überragende Regisseur an Rollmann. Großchancen im Minutentakt, wann hat es das zuletzt gegeben? Heiko Gerber sieht Lutz Wienhold in der 73. Minute. Sixten Veit nach Ecke Mehlhorn in der 74. 4.364 Besucher sollten hier kommen heute nicht bereuen. Ocho Cocho im Turbogang. Olaf Renn verpasst, aber da ist ja noch Steffen Heidrich, sein dritter Treffer am sonnigen Ostersamstag. Wie wertvoll er war, das zeigt er heute bei seinen 3 Treffern. 4:0 gegen den Aufstiegsaspiranten aus Duisburg, ganz Chemnitz war aus dem Häuschen. Doch war das schon alles? Nicht ganz, denn zur Ehrenrettung der Westfalen gelang dem Ex-Rostocker Stefan Böger mit einem schönen Schlenzer noch das 4:1. Diesmal Jens Schmidt ohne Chance. Chemnitz also mit Courage und Spielwitz vor heimischem Publikum lässt das Pokalhalbfinale in den Annalen verschwinden und Hans Meyer mit Fußballweisheiten. Fußball wird immer im Kopf gewonnen. Und die Mannschaft, die heute ohne 6 Stammspieler gespielt hat, ist natürlich eindeutig psychologisch im Vorteil. Also an irgendeiner Stelle erwartet niemand von ihnen was. Niemand von den Zuschauern hat von ihnen einen Sieg erwartet, schon gar nicht einen klaren Erfolg. Das ist so, dass im Grunde um diese Erwartungshaltung vorher natürlich viel ausmachen. Da kommt der Spielverlauf dazu. Ich sage, nach 10 Minuten haben wir 2:0 geführt. Da weiß man, dass es unheimlich schwer ist. Selbst eine Mannschaft wie der MSV Duisburg, die natürlich alles wollen und die auch verkrampfen, das hat man gesehen. Also auch andere Mannschaften sind nicht gefeit vor psychischen Blackouts. Aber irgendwie hat Hans Meyer wieder bewiesen, dass er von Psychologie eine ganze Menge versteht. Denn es gibt ja im Prinzip keine Auswirkungen nach dem Debakel vom Olympiastadion.